Ja, da wollte ich auch mal hin. Nächsten Sommer wollte ich gerne nach Augsburg und dann wollte ich gerne die 50 Bomb drücken. Prank, oder? It's a prank! Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute ist es mal was ganz, ganz, ganz Innovatives hier. Das habt ihr noch nie auf YouTube gesehen, und zwar mit einem Kumpel von mir namens... Yoho, was geht ihr verrückten Mongos? Mein Name ist Hoffe und heute ein Video hier auf Kilians Kanal. Und ja, wie gesagt, machen wir heute was richtig Innovatives, und zwar eine Art Telefon-Prank-Challenge oder so. Unten seht ihr gleich die Wörter eingeblendet, dann müssen wir versuchen... Wir müssen auf jeden Fall bei irgendwelchen Hotels, Reisebüros irgendwas anrufen und irgendwelche Wörter sagen, Call of Duty Wörter, irgendwelche behinderten Sachen und irgendwie einen Zusammenhang schaffen, und das ist auf jeden Fall richtig schwer, und genießt das Video. Penis. Hallo, Scambi, mein Name. Ich spreche hier richtig beim Hotel Hotel Hirsch, ist das richtig? Ja. Ja, ich wollte fragen, kann man bei Ihnen auch so, ist es teuer, bei Ihnen zu übernachten? Also so von der Preis-Leistungsklasse her, weil ich möchte gerne zu den Champs halt, und ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Preis so ist. Also wo bewegen wir uns da circa? Da kommt immer drauf an, wann Sie anreisen möchten. Das wäre mehr so, Zeig doch nicht auf den Nuklear, Mann! Digga! Digga, ich wollte gerade so richtig reinhauen, Mann. Ey, du Bastard. Kommt auf an, wann Sie anreisen möchten. Ja, nuklear, alles klar. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Allianz-Generalverzettung hier. Mann, ey, was soll das? Grüß Gott, Sie sind mit dem Anruf beantwortet der Firma. Das kann nicht sein! Außerhalb unseres. Oh, Reisebüros sind RIP. Reisebüros sind RIP. Nein, ich will ein fucking Reisebüro anrufen. Ja, Leute, so sieht eine Aufnahme manchmal aus. Grüß Gott, Sie sprechen mit Arnold Reichmann. Nein! Hotel und Restaurant, die Kanzlei Henkisch, und das? Hallo, Scambi, mein Name. Sie sind doch ein. Hallo. Hallo, Sie sind doch ein NS-Hotel, oder? Also, Sie sind doch auch im Hotel, oder nicht? Genau. Genau, in welcher Preisklasse bewegen wir uns circa, wenn man so im Juli buchen würde? Weil ich würde gerne zu den Champs fahren, deswegen. Ja, unterschiedlich von 100 bis 155. Bis 155 circa, also für eine 50-Bomb würde es dann reichen zum Beispiel, oder wie sieht das da aus? Das ist 65 Quadratmeter groß. Ja, okay, das ist ganz gut, weil halt die Champs halt so im Juli sind circa, und ich wollte halt gucken, wie das mit der Preisklasse ist. Muss ich da eigentlich so Gamer Group selber mitnehmen, oder haben die da so verschiedene... Das haben wir eigentlich da. Ja, okay. Das ist gut. Ansonsten Restaurant haben Sie auch, oder nicht? Genau, ist richtig. Wissen Sie, ob Sie da so vegane Gerichte anbieten, so wie Scuffs oder keine Ahnung? Machen wir auch, ja. Ja? Ja. Also, ist das jetzt nicht irgendwie selten, dass so, keine Ahnung, so vegane oder so ein Nukleas reinkommt? Nee, das ist recht häufig schon. Ja, okay, dann will ich mal gucken, ob ich dann im Juli bei Ihnen die Gunstreak schaffe, und... Also wie gesagt, die Preisklasse ist dann so mittelmäßig, ist das nicht überteuert oder so, weil wir sind ja erst so in den jungen Jahren, und wollen halt keinen Bond gedrückt bekommen. Ja, okay. Ja, ansonsten, dann schreibe ich mir Ihr Hotel kurz mal auf. Warte, Blackjack oder wie hieß das? Alte Kanzlei. Okay, einen Moment. Okay, dann mal schauen, ob ich dann zu den Champs komme dann, okay? Dann genau. Scambi verabschiedet sich dann, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Easy, Mann. Easy. Scheiße. Kacke. Und ich sag so, kann man bei ihm die 50 Baum drücken, und dann so, ja. Ja, das kann man. 65 Quadratmeter. Was soll das? 1:0 für Kilian, für Kilka. Das kann easy sein, Mann. So, gleich zum nächsten. Mit dem Reisebüro. Du! Das Hotel Uwe, mein Name ist Rebecca Worm. Schönen guten Tag. Rede bitte noch leiser. Schönen guten Tag, Scampi NS, mein Name. Ich habe mal eine Frage, und zwar liegt Ihr Hotel doch in Köln, oder? Ja. Ja, im Sommer, da ist ja die Gamescom in Köln, und ich würde gerne zur Gamescom, und diese Woche, ich glaube, das ist vom 15. bis zum 17. 7, nee, vom 15. bis zum 22. Ist die Gamescom, und da würde ich gerne so ein
Hotelzimmer halt haben, so wie halt meine Gunstreak auch gerne. 15.8. Ja, 15.8. bis zum 22.8. Und dann wollte ich mal fragen, wie teuer ist das denn bei euch? Nicht, dass ich da jetzt irgendwie so einen Scuff kaufen muss, die sind ja auch schon überteuert. Ja, also frei hätten wir jetzt nur noch was bis zum 18. Ja, also... Und dann auch wieder erst ab dem 21. Ja, und kostet das so ungefähr so wie eine 50-Bomb, also 50 Euro, 50, 150, 200, wo liegen wir denn da ungefähr? Ja, da würden wir bei pro Nacht im Einzelzimmer bei 129 und im Doppelzimmer bei 129. Ja, okay. Also ist schon eine ordentliche Nuklear, so richtig. Ja, ist halt die Gamescom, ne? Die ist halt gefragt. Ja, genau. Die sind jetzt auch schon ausgerufen. Ja, das sind schon fast wie die Champs. Also das ist so wie Championships, Gamescom. Alle Schwitzer kommen da hin und alle wollen da gerne ein Zimmer haben. Das verstehe ich. Ja, aber 130 Euro sagten sie ungefähr. Mhm. Und wie ist das mit der Hinreise? Also ich komme aus oben aus dem Norden und dann müssen wir ja da hin. Also ich wohne in Hamburg und das dauert ja alles. Aber das ist mache ich ja nicht bei Ihnen, oder? Das ist ja... Okay, das ist ja wie Gamer Group. Das ist ja extra... Ja, vielen Dank für die Auskunft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schönen ja, Blackjack danke. Ihnen auch noch. Gleichfalls. Tschüss. Du Ficker. Was? Aber hast du Bond gedrückt gesagt? Ja. Echt? Ja. Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das ist so blöd. Sie sagt einfach so, schönen Blackjack ich noch. Ja, Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Blackjack. Ah, alles klar. Ja, und das war's mit dem Video, Leute. Ich meine, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt, dass es vielleicht eine Serie vom Kanal wird, weil uns hat das mega viel Spaß gemacht, lasst ein Video auf jeden Fall ein Like da und vielleicht auch einen Kommentar. Man weiß ja nie, denn ihr müsst es rufen, ist ein Real-Life-Kollege. Das heißt, wir haben das nicht über Skype aufgenommen, sondern hier, er saß neben mir bei dem Mikrofon und deswegen im ersten Link der Videobeschreibung ist sein Kanal verlinkt. Klickt mal drauf und lasst ihm ein paar Subs, da würde mich auch mal mega interessieren, was für eine Reichweite ich eigentlich habe. Also Leute, schaut mal bei ihm vorbei, er macht auch Facecam und allen drum und dran und ist genauso behindert wie ich. Also das würde mich und ihn natürlich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten bin ich like geil und das letzte Wort lasse ich einfach mal an Hotel, wie auch immer du heißt. Ne? Also Leute.